arbeiten mit einer familienzentrierten Haltung. Was heißt das? Das heißt, dass wir die Familie, die ganze Familie im Blick haben. Natürlich steht das kranke Kind im Vordergrund, aber genauso wichtig sind uns die Eltern, die gesunden Geschwisterkinder, aber auch andere wichtige Bezugspersonen für das Kind oder für die Eltern. Und wir begegnen der ganzen Familie mit einer großen Wertschätzung und mit großem Respekt. Und jede Familie ist anders und das ist auch gut so. Und jede Individualität ist einfach toll und wir wachsen mit jeder Familie. Wir haben ein vielfältiges psychosoziales Team mit Psychologin, Familientherapeutin, wir bieten sozialrechtliche Beratung an, wir haben Kunst, Musik und Ergotherapie, tiergestützte Therapie und auch Ehrenamtliche, die uns auf der Station unterstützen. Und dieses breite Angebot ist für die kranken Kinder, aber genauso auch für die Eltern und gesunden Geschwisterkinder oder auch andere wichtige Bezugspersonen da. Und wie oft diese Angebote stattfinden, ist ganz individuell, wie der Bedarf des Kindes, der ganzen Familie ist. Die psychosozialen Angebote sind wichtig für die umfassende Versorgung der Familien. Es geht uns darum, die Lebensqualität des kranken Kindes zu verbessern, aber auch der ganzen Familie. Ressourcen zu stärken, Kompetenzen zu fördern, nicht zu gucken so viel, was geht nicht, sondern lieber zu gucken, was kann das Kind, die guten Momente schätzen zu können. Und es geht darum, die Familie, das Kind in Würde zu begleiten mit möglichst viel Selbstbestimmung. Ich glaube, das Besondere an unserem Team ist, dass alle mit so viel Engagement und Herzblut dabei sind. Also wir geben alles, wir ringen miteinander um die bestmögliche Lösung für die Familien. Haben viel Humor dabei, wir lachen viel miteinander, aber wir können auch weinen und zeigen so die ganze Palette des Gefühlslebens oft hier auf der Station. Wir erleben viel miteinander, schwierige Situationen, schöne Situationen, wenn wir hilfreich sein können. Und darüber hat sich über Jahre das Team wirklich gestärkt und hält zusammen, komme was wolle. Ja, was sind so die Herausforderungen, hier zu arbeiten? Da musste ich echt drüber nachdenken. Es gibt sicherlich viele Herausforderungen, aber ich glaube, so die großen Herausforderungen sind für mich jetzt als Psychologin hier im Team, oft auch so eine Brücke zu sein zwischen der Familie und dem Team, dass wir gut in Kontakt bleiben, dass wir uns gegenseitig verstehen und einen gemeinsamen Weg finden können. Eine ganz große Herausforderung ist, wenn wir nicht so wirklich hilfreich sein können. Wenn wir nichts finden, was die Lebensqualität verbessert und dann an sich nur gemeinsam aushalten können. Das ist schwer. Und noch schwerer ist es, wenn wir vielleicht im Moment gerade nicht die Richtigen sind und die Familie so sich nicht auf uns einlassen kann, wir irgendwie keinen gemeinsamen Weg finden. Und das auch zu akzeptieren, dass wir jetzt gerade wohl nicht die Richtigen sind. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und weiterhin finde ich, ist es eine Herausforderung, gut in der Kraft bei dieser Arbeit zu bleiben. Das ist sicherlich eine Arbeit, die viel Energie und Kraft zieht. Und da immer für Nachschub zu sorgen, das finde ich persönlich eine große Herausforderung. Ja, mir gibt halt einfach das Gefühl, hier eine sinnvolle Aufgabe zu haben und auch oft hilfreich sein zu können. Und ganz wichtig dabei ist das Team, mit dem man sich austauscht und sich gegenseitig Halt geben kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, unsere Haltung den Menschen gegenüber, den Familien gegenüber, jede Familie so sein zu lassen, wie sie ist, auch wenn das manchmal ganz schön schwer ist. Ich glaube, das ist was, was uns total trägt. Und persönlich ist es ja meine Familie, da dankbar zu sein, was ich zu Hause habe, wenn ich nach Hause komme, meine Freunde,
gute Kontakte. Mir geht immer so das Herz auf, wenn ich, auch wenn ich mit dem Auto irgendwie nach Hause fahre und sehe so eine Familie im liebevollen Kontakt miteinander. Also da merke ich, da geht mir immer so das Herz auf. Und was mir gut tut, wenn die Kraft mal rausgeht, ist rausgehen, bewegen in der Natur. Ich finde, die Natur hat so was Heilendes. Für mich, aber ich glaube auch für viele andere. Für das Kampagnenjahr und darüber hinaus, das kann ich gar nicht so begrenzt sehen, wünsche ich mir und dem Team, dass wir immer wieder die Leichtigkeit finden. Weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir für die Familien so eine Leichtigkeit ausstrahlen können, eine Ruhe, eine Sicherheit geben können damit. Und das überträgt sich auf die Familien. Und ich glaube, damit können wir den Familien schon ganz viel Gutes tun. Und darüber hinaus wünsche ich uns, dass wir weiter mit so viel Engagement und Herzblut dabei bleiben, weiter nach der bestmöglichen Lösung für die Familien suchen und ja, möglichst oft hilfreich sein zu können für die Familien, vor denen wir so großen Respekt haben, wie sie ihr Schicksal tragen.